Monaco. Symbol für Luxus und Reichtum. Und eine Fürstenfamilie, die ein verlässlicher Lieferant für Schlagzeilen aller Art ist. Das kleine Land vereint mehrere Superlative auf sich. Die weltweit höchste Bevölkerungsdichte mit der höchsten Lebenserwartung. Neben den teuren Hotels und dem modernen Casino thront das renommierte Aquarium und Forschungsinstitut über der Küste. Mit 10.000 farbenprächtigen Meereslebewesen. Monacos Wissenschaftler erkunden und schützen die Meeresbewohner direkt vor der Haustür. An der azurblauen Küste des Mittelmeers. Landeinwärts vollständig von Frankreich umschlossen, ist Monaco gerade einmal 2 Quadratkilometer groß, mit 38.000 Einwohnern und einer Küstenlinie von 4 Kilometern. Das Zentrum des Stadtstaates wird dominiert von dem Casino, das Geldadel und Neureiche bis heute magisch anzieht. Neben der Spielbank liegt ein verwunschener Garten. In den Teichen tummeln sich zugereiste Enten aus dem Norden, die sich hier heimisch fühlen. Ein Ort wie in der Südsee oder der Karibik. Aber die Illusion wird umzingelt von Häusermauern. Monaco ist ein Land, das verkaufen will. Lebensraum, Sicherheit und Träume. Die Reichen der Welt lassen sich hier gern nieder. Eine Erfolgsstory, so scheint es. Doch der Bauboom bedroht den Lebensraum von Pflanzen und Tieren. Der Tour Odeon zählt zu den teuersten Immobilien der Welt. Hier leben Popstars, Spitzensportler und Milliardäre. Hinter der glitzernden Fassade verbirgt sich ein grünes Idyll. Das Gartenreich von Jessica Sparaglia. Jeden Morgen kurz nach Sonnenaufgang erwartet eine illustre Hühnerschar die Stadtbäuerin. Sie profitiert von der Verpflichtung, dass als Ausgleich für überbautes Land Grünflächen geschaffen werden müssen. Den Hühnern ist es egal, wo sie herumpicken. Hauptsache, es schmeckt. Und auch da denkt Jessica nachhaltig. Mes poules sont très intéressantes. Hühner sind sehr nützlich, nicht nur weil sie Eier legen, sondern weil sie auch bis zu 6 Tonnen im Jahr recyceln. Brot aus Kantinen und Restaurants, aber auch alle pflanzlichen Abfälle aus unserem Garten. Deswegen sind sie sehr nützlich für das Ökosystem, das ich hier angelegt habe. Die Hühner danken für gute Verpflegung und artgerechte Haltung mit zuverlässiger Eierproduktion. Jessica kann sich auf ihre Tiere verlassen. Geduldig lassen sie sich das Tagesgelege aus dem Strohnest entnehmen. Einige Dutzend Eier kommen jedes Mal zusammen, freut sich die Hühnermutter. In den Luxus-Apartments des Hochhausturms warten bereits die Kunden auf ihr frisches Frühstücksei. Auch der Superreiche möchte auf die kleinen Alltagsfreuden nicht verzichten. Frei Haus. Im Atrium des Tour Odeon liefert Jessica ihre Beute in die Postfächer der Wohnung. Auf Bestellung gibt es später am Tag auch Gemüse aus dem Garten. Jessica ist in Monaco mit dem Elektromobil unterwegs. Für manche in der PS-Hochburg immer noch ein ungewohnter Anblick. Nächster Termin ist ein Besuch im Ozeanographischen Museum. Die altehrwürdige Institution ist Schauraum und Forschungsinstitut zugleich.
Das gelbe Tauchboot erinnert an die Frühzeit der Unterwasserforschung, bei der Monacos Wissenschaftler in vorderster Reihe standen. Vor allem, als der berühmte Jacques-Yves Cousteau hier Museumsdirektor war. Auf dem Museumsdach hat ein schwerer Junge eine luftige Bleibe gefunden. Jedes Mal freut sich Jessica aufs Neue über ihr Zusammentreffen mit der imposanten afrikanischen Landschildkröte. Jessica ist nicht nur vorbeigekommen, weil sie Schildkröten so faszinierend findet. Sie ist am Mist interessiert, den das Tier jeden Tag produziert. Ich recycle den Mist der Schildkröte, weil Laboranalysen gezeigt haben, dass er gleichwertig mit Schafsdung ist und sich sehr gut für den Garten eignet. Verantwortlich für das Wohlergehen der Schildkröte ist Olivier Brunel, der oberste Tierbetreuer des Museums. Den Schildkröten geht es toll. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber sie kommen ursprünglich aus Mali. Sie wurden dem Fürsten während eines Staatsbesuchs geschenkt und uns dann anvertraut. Zum Glück für meinen Garten. Ja, toll, dass es ihm hilft. Mit der Errichtung des Ozeanographischen Museums direkt auf den Klippen wollte Fürst Albert I. 1899 ein Zeichen setzen für die Wertschätzung des Meeres und seiner Bewohner. Für das leibliche Wohl der Schildkröten wird in einer eigenen Küche gesorgt. Ausgewogene Kost steht auf dem Speiseplan. Heute gibt es Fischfilets, die wir gleich verfüttern werden. Dann geben wir ihnen auch Tintenfische, manchmal Garnelen oder Krabben. Wir versuchen, ihre Ernährung sowohl qualitativ als auch quantitativ zu variieren, um ihrem natürlichen Essverhalten möglichst nahe zu kommen. Die unechten Karettschildkröten werden im Museumsbecken nur langsam auf das offene Meer vorbereitet. Und ihr Appetit ist riesig. Im Freiluftbassin werden Artgenossen gepflegt, die vor der Küste von Schiffsschrauben oder Fischernetzen verletzt wurden. Salat für die Schildkröten. Dann füttern wir die Fische. Hier etwas für die Pflanzenfresser. Und Muscheln für die großen Fische. Biogärtnerin Jessica kehrt zurück auf ihre grüne Insel zwischen den Glaspalästen. Hier ist jeder Quadratmeter Fruchtland dem steinigen Schuttberg im Untergrund abgetrotzt und mit mineralstoffreichem Schildkrötendung angereichert. Terre de Monaco, Erde Monacos, hat die geborene Schweizerin ihr Start-up genannt. Ein sparsames Schlauchsystem sorgt für die dringend notwendige Bewässerung der Gemüsepflanzen, besonders im Hochsommer. Der Schildkrötenmist kommt erstmal auf den Kompost, damit er reifen kann. Dann wird er im Garten untergegraben. So bekommen wir prächtige Früchte, die sehr gut schmecken. Jessicas Ernteerfolg spricht sich rum. Ihr Gartenkonzept macht auch in der Nachbarschaft Schule. Hochbeete helfen gegen den felsigen Untergrund. Pflanzt du gerade Lauch? Wir arbeiten nach der Permakulturmethode. Das ist eine nachhaltige Herangehensweise, um die Erde nicht auszulaugen, damit es genügend Insekten gibt, die das Unkraut bekämpfen. Das milde Klima garantiert Jessica fast ganzjährig gute Erträge.
Irgendeine Pflanze blüht immer im Windschatten des Tour Odéon. Auch wenn das landläufige normale Gemüse nicht so spektakuläre Formen entwickelt wie der Kürbis. Er ist bereits von einem Hausbewohner vorbestellt. Auch Tierpfleger Olivier kümmert sich um die Nahrungsmittelproduktion. Allerdings ist seine Ernte mikroskopisch klein. Fische brauchen in ihrer ersten Entwicklungsphase ein ziemlich dunkles Umfeld. Wir benutzen Algen, um das Wasser zu verdunkeln und den Stress der jungen Fische zu verringern. Die Algen vermehren sich ständig, dazu benötigen wir hier Licht. Innerhalb von wenigen Tagen kommen wir von dieser Algendichte zu dieser. Die können wir bald im Becken aussetzen. Weltberühmt ist das Aquarium von Monaco für die komplizierte Zucht von Quallen. Alle unsere Quallen werden von uns selbst gezüchtet. Wir haben hier eine sogenannte schlafende Quallenart, die an Steinen und Platten festsitzt. Im Meer nutzen sie Felsen oder Schiffsrümpfe. Wenn das Umfeld günstig ist, tauchen sie auf und setzen Tausende von Nachkommen ins Wasser. Hier steuern wir die Vermehrung, aber im Meer kann plötzlich eine riesige Menge Quallen auf einmal auftauchen. Das sind Quallen, die schon ein paar Wochen alt sind. Wir warten noch ein paar weitere Wochen, bevor wir sie ins Becken lassen. Insgesamt braucht es um die 2,5 Monate zwischen Geburt und Umzug ins Becken. Sie ernähren sich von Mini-Larven und Garnelen. Dank Oliviers tierischer Babykrippe kann die wunderbare Welt der Medusenquallen aus nächster Nähe bestaunt werden. Hoch über Museum und Fürstenpalast liegt der exotische Garten. Hochmoderne Gewächshäuser beherbergen eine der weltweit bedeutendsten Kakteensammlungen. Die Architektur symbolisiert, wie Monaco sich selbst gern sieht. Offen für die Welt und ihre Produkte. Hier werden wasserspeichernde Pflanzen gesammelt und erforscht. Die Sammlung ist vor kurzem umgezogen. Das war schädlich für diese gigantische Aloe. Der Botaniker Pierre-Louis Grange versucht, die wertvolle Pflanze zu retten. Im Botanischen Garten ist das die einzige dieser Pflanzenart, die auf der nördlichen Halbkugel zum Blühen kommt. Da es unsere Hauptaufgabe ist, das genetische Erbe zu bewahren, ist diese Pflanze die wichtigste, weil sie die einzige ihrer Art ist. Wie man sieht, ist sie leider etwas verwelkt, seit sie hierher gekommen ist. Wir müssen alle Mittel einsetzen, um sie zu retten. Wir haben sie angehoben, alle beschädigten Teile abgeschnitten und sie in ein neutrales Bodensubstrat namens Perlit gesetzt. Es ermöglicht die Regeneration der Wurzeln, indem es Wachstumshormone abgibt, die das Wurzelwachstum fördern. Hoffentlich, damit wir am Ende unserer Bemühungen die Pflanze wiederbekommen, die wir vorher hatten. Nicht immer ist der Alltag im exotischen Garten so dramatisch. Pierre-Louis sammelt Samen und bestäubt Blüten von Kakteen, deren Besonderheit auf den ersten Blick nur der Spezialist erkennt. Auch die außergewöhnliche Schönheit des momentanen Vorzeigeexemplars im Hauptsaal erschließt sich erst mit Hilfe des Kakteenforschers. Pachycereus militaris, eine sehr seltene Pflanze unserer Sammlung. Für ihr Alter ist ihre Größe außergewöhnlich. Sie hat einen Blütenstandkolben, der einerseits Blüten bildet und andererseits dafür sorgt, dass die Samen für eine kontrollierte Bestäubung gesammelt werden können. Durch diese Wollhaare kann sie sich vor Witterung und Temperaturschwankungen schützen.
Damit kann sie einen Samen gut 20 Jahre fruchtbar halten. Seit Jahrzehnten wächst die Kakteensammlung mit Exemplaren aus aller Welt. Manche sind so selten, dass sie privaten Pflanzensammlern Tausende Euro wert sind. Das Gewächshaus verfügt darum über ein aufwendiges Sicherheitssystem. Der beste Schutz für die bedrohten Arten ist die Vermehrung. Die Reinheit der Fortpflanzung steht in der Pflanzensammlung ganz oben auf der Gärtneragenda. Insekten sind seine größten Gegner. Sie könnten Pollen unkontrolliert verstreuen und hybride Zwitterpflanzen entstehen lassen. Das Herzstück unserer Arbeit ist die Erhaltung des genetischen Erbguts. Wir nennen das kontrollierte Bestäubung. Das heißt, wir machen die Arbeit der Bienen. Wir nehmen Pollen und verteilen sie auf andere Blüten, um weitere Samen für unser Samenarchiv zu bekommen. Gleich zu Beginn habe ich die Pflanze noch mit einem Netz geschützt, damit keine bestäubenden Insekten an sie herankommen. Nicht nur die Geduld und das Fingerspitzengefühl von Pierre-Louis machen Monaco grüner. Direkt neben dem Gewächshaus sind auf Dächern und Terrassen unzählige Minigärten entstanden. Bisher sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein inmitten der Betonwüste, aber es werden immer mehr. In vorderster Reihe kämpft Jessica Sparaglia gegen leblose Häuserburgen. Ihr Beispiel soll Schule machen, damit Monaco lebenswert bleibt. Nicht nur als Steuerparadies für Privilegierte. Wo einmal im Jahr Formel-1-Piloten vorbeirasen, ist die Gärtnerin täglich mit ihrem E-Mobil unterwegs. Terre de Monaco bewirtschaftet insgesamt 1400 Quadratmeter Gartenfläche, größtenteils auf Hausdächern. Auch auf dem Apartmenthaus am Yachthafen gedeihen in Hochbeeten Gemüse und Kräuter. Von Jessica fachkundig gehegt und gepflegt. Nach der Ernte auf dem Dach gehen wir direkt zu den Bewohnern des Gebäudes. Wir bieten ihnen regelmäßig unsere Ausbeute an und sie können sich aussuchen, was sie haben möchten. Landwirtschaft funktioniert auch in der Stadt sehr gut. Die Ernte stimmt. Während Jessica sich um Spinat und Kohlbeete kümmert und sich um die in der Meeresbrise davonwehende Gartenerde sorgt, machen die Gärtner den Rosengarten am Rande des Stadtviertels Fontvieille winterfest. Es ist Ende September. Die Schäden des langen, heißen Sommers müssen beseitigt werden. Fürst Renier hatte den Garten in den 1980er Jahren zum Gedenken an seine tödlich verunglückte Frau Grazia Patrizia anlegen lassen. Viele der 6000 Rosen tragen den Namen von Mitgliedern der Fürstenfamilie. Das ist ein Rosenstock namens Charlène de Monaco. Nicht nur die Blüte ist überwältigend, auch der Duft ist sehr zart und belebend. Im Sommer war es heiß und trocken, da leidet die Rose. Umso schöner ist es, sie noch so schön blühen zu sehen. Sie ist nicht zu übersehen. Der Sommer hat sie noch gestärkt. Das Gärtnerteam hat den Ehrgeiz, die Rosen ganz nach ökologischen Grundsätzen, ohne Kunstdünger und Chemiegifte zu pflegen. Hobbygärtner können dabei mithelfen und von den Rosenexperten lernen. Wenn ich herkomme, glänzen meine Augen. Wir beobachten die Entwicklung dieses Gartens seit 1983. Unsere Kinder und unsere Enkelkinder sind immer mitgekommen. Selbst die älteren Enkel kommen gern hierher. Ein toller Garten. Besonders stolz ist Gärtner Guillaume auf den Bodenbelag. Die Pfirsichkerne stammen von Obstplantagen im Umland. Jetzt dienen sie dazu, den Wasserhaushalt schonend zu regulieren und das Unkrautjäten zu erleichtern. Eine pfiffige Idee, findet die Besucherin. Die Methode aus Monaco könnte auch im heimischen Garten funktionieren. Das hält feucht. Wir haben kaum offene Erdflächen und dadurch viel weniger Unkraut.
In der Antike kamen Phönizier und Griechen zum Handeln an Monacos Küste. Die Römer benannten den Hafen nach dem griechischen Sagenhelden Herkules. Heute ankern im Port Hercule vor allem die schwimmenden Spielzeuge der Superreichen. Düsengetriebene Rennboote und hochseetüchtige Superjachten mit privatem Helikopterlandeplatz und U-Boot. Alles, was teuer und protzig ist. Für Professor Denis Allemand beginnt hier der normale Arbeitstag. Auf der anderen Hafenseite liegen die Laboratorien seines Forschungsinstitutes. Die kürzeste und umweltfreundlichste Art, dorthin zu gelangen, ist der Bateaubus. Er muss sich seinen Weg zwischen PS-starken Booten allein mit Batteriekraft suchen. Seit einem Dutzend Jahren ist das Vorzeigemodell zwischen Casino und Palasthügel pausenlos unterwegs und verhilft seinen Benutzern zu einem entspannten Arbeitsweg. Der maritime Pendelverkehr ist Teil des öffentlichen Busnetzes des Landes. Eine saubere Alternative zu Jaguar oder Ferrari. Dieses Boot ist 353 Tage im Jahr unterwegs. Es stoppt nicht einmal für das Formel-1-Rennen. Um 8 Uhr morgens geht es los und abends um 19.50 Uhr ist Schluss. Das sind täglich 36 Touren hin und zurück oder 72 Einzelüberquerungen, angetrieben von zwei kleinen 10 Watt Elektromotoren. Damit kann man nur 3 Knoten laufen. Aber das ist auch die zugelassene Höchstgeschwindigkeit im Hafen. Die Lithium-Ionen-Batterie hält 20 Stunden durch. Es braucht nur 4 Stunden, um sie aufzuladen. Tagsüber nutzen wir auf dem Bootsdach 7 Solarzellen, die 20% der benötigten Energie liefern. Das reicht. Nach kurzer Fahrzeit hat Professor Allemand sein Ziel erreicht. Direkt am Hafen liegen die Meerwassertanks des Wissenschaftsinstituts. Auf dem Gebiet der Korallenforschung ist es seit langem führend. Den Biologen Allemand fasziniert das komplizierte Zusammenspiel winziger Tiere, das unter Wasser riesige Korallenriffe entstehen lässt. Diese Symbiose zwischen Algen und Korallen ist durch Erwärmung und Übersäuerung der Meere in Gefahr. Korallen können wir nutzen, um bestimmte biologische Zusammenhänge besser zu verstehen. Zum Beispiel das Altern. Wir Menschen haben eine sehr begrenzte Lebenserwartung. Eine Koralle kann aber über 4000 Jahre alt werden. Eine Koralle kann auch endlos in der Sonne sein, ohne Sonnenbrand. Wir analysieren sie, um uns selbst zu verstehen. Korallen sind Nesseltiere. Die Steinkorallen lagern zur Stabilisierung ihres Skeletts Kalk ein. Aus ihnen entstehen Korallenbänke und Riffe. Lebensraum für tausende Meereslebewesen. Monacos Wissenschaftler erforschen sie weltweit. Die Ursachen des Korallensterbens untersucht die Forschungsdirektorin Christine Ferrier-Pages. Im Fokus hat sie Korallenpolypen, die Algen Schutz bieten und dafür von ihnen ernährt werden. Wir Mikrobiologen untersuchen die Reaktionen der Korallen auf Stress in der Umgebung. Alle Korallen sind aus kleinsten, quallenförmigen Polypen geformt. Sie verwechseln Nanoplastik oft mit Plankton und fressen es. Das schädigt ihren Organismus. Die Wissenschaftlerin entnimmt dem Becken einzelne Koralläste, um sie unterschiedlichen Umweltbedingungen auszusetzen. Bei ihren Testreihen geht es generell um die Rettung und Rekonstruktion von Korallenkolonien. Die Verschmutzung durch Plastikabfall rückt dabei immer mehr in ihren Fokus. Wir setzen die Korallen über einen Monat lang dem Nanoplastik aus und prüfen dann, ob es den Organismus der Korallen beeinflusst hat. Dafür benutzen wir das Spektrometer, das die Photosynthese der Korallen messen kann. Qui est une manière de mesurer la photosynthèse de ces coraux.
Wenn die Photosynthese nicht mehr funktioniert, sind die Korallen zerstört. Sie werden in der Folge sterben, denn Algen machen 90% ihrer Nahrung aus. Das nennt man dann Korallenbleiche. Professor Allemand begleitet das Tauchteam des Instituts auf den schwimmenden Wellenbrecher, der den Hafen vom Meer trennt. Der Tauchgang soll neue Erkenntnisse über die Schäden der unterschiedlichen Korallenarten bringen, die von den Wissenschaftlern gezielt im Meer ausgesetzt werden. Der Großteil unserer Arbeit findet im Labor statt. Dort können wir alle Parameter der Korallenuntersuchungen kontrollieren. Aber wir müssen auch regelmäßig überprüfen, ob die Ergebnisse der Laboruntersuchungen unter Wasser bestätigt werden. Die Taucher sollen ein Gerät zur Messung der Photosynthese einsetzen. Unter Wasser muss die Technik fehlerfrei funktionieren. Wie bereits im Labor getestet, kann damit die Überlebensfähigkeit der Korallen bestimmt werden. Das Gerät ist einsatzfähig. In einem festgelegten Zeitrhythmus taucht das Team immer wieder zu den bereits seit Jahren in verschiedenen Tiefen versenkten Korallen, um ihre durch Umweltgifte verursachten Schäden zu dokumentieren. Auch einige neue Testkorallen gehen mit in die Tiefe, wo sie die nächsten Jahre überleben sollen. Neben dem Tauchrevier ragt der Palastfelsen 62 Meter über dem Mittelmeer empor. Auch hier geht es im Auftrag der Wissenschaft tief hinab. Zwei Ornithologen seilen sich an der Felswand ab. Ihr Ziel sind die Nisthöhlen einer Wanderfalkenfamilie. Die seltenen Flugkünstler sind der ganze Stolz von Monacos Tierschützern. In der für Feinde kaum zugänglichen Steilwand fühlen sich die Vögel sicher. Erst wenn der Nachwuchs flügge ist, ziehen sie weiter in die Berge. Bis im nächsten Jahr wieder ein sauberes Nest gebraucht wird. Den Vogelfreunden ist keine Anstrengung zu groß, um das Falkenheim stubenrein zu halten. Der schroffe Palastfelsen bietet Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Im vom Regen ausgehöhlten Kalkstein finden Fledermäuse Zuflucht. Und direkt an der Wasserlinie haust, gut getarnt, eine Kormoran-Kolonie. Hoch über Monaco haben die Wanderfalken vom französischen Territorium aus einen guten Überblick über das Geschehen weit unten auf ihrem Hausberg, der Sicherheit mit bester Aussicht bietet. Angemessen, denn dort residiert auch die Familie Grimaldi seit 1612 als Fürsten von Monaco. Ihr Reich ist eine konstitutionelle Monarchie, der regierende Fürst das Staatsoberhaupt. Wichtige Entscheidungen müssen allerdings von Frankreich bestätigt werden. Bis heute regt der Fürstenpalast die Fantasie an. Von hier bereiste der Hobbyforscher Albert I. seit Ende des 19. Jahrhunderts die Weltmeere. Orte in der Antarktis und auf Spitzbergen tragen seinen Namen. Er lebe mit dem Rücken zum Land und mit dem Gesicht zum Meer, wurde ihm nachgesagt. Auf dem Palastfelsen ist Alberts Drang in die Ferne spürbar. Im ältesten öffentlichen Garten des Landes wachsen exotische Blumen und Bäume. Heute ist es das Reich von Aurélie Varito. Unser Nisthaus bietet oben Platz für große und hier unten für kleine Insekten. Sie sind mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Man erwartet immer nur große Hummeln oder Wespen zu sehen. Aber eine kleine Sandbiene misst nur wenige Millimeter. Für unsere wissenschaftliche Langzeitstudie vergleichen wir die Hausbelegung monatlich mit Fotos aus den vergangenen Jahren. Die Schönheit der Küstenlandschaft lässt vergessen, dass das Leben in Monaco nicht immer so unbeschwert war wie heute. Die Baumspezialistin Aurélie Varito erinnert sich an die Armut der Urgroßeltern.
Wir stehen hier am Fuß des Johannesbrotbaums, der seit 1995 unser Nationalbaum ist. Er ist hier einer der ältesten. Und er ist bei weitem der größte. Mit dem Mehl des Johannesbrotbaums konnten die Monegassen die letzte Hungersnot zu Beginn des 20. Jahrhunderts überstehen. Sie haben daraus Brot und alle Grundnahrungsmittel hergestellt, als sie kein Weizenmehl mehr hatten. Dass hungernde Monegassen nur dank dieser Johannesbrotbäume überleben konnten, erscheint im heutigen Wohlstandsland kaum vorstellbar. Philipp Culazzo hat im Stadtzentrum eine weitere Fruchtart entdeckt, die im modernen Monaco sonst nur noch die Straßen als Zierbaum säumt. These are bitter oranges, Citrus aurantium. Das sind Bitterorangen, Citrus aurantium, eine sehr alte Orangensorte. Sie haben einen sehr niedrigen pH-Wert, sind also sehr sauer, fast ungenießbar. In Monaco werden sie nicht mit chemischen Pestiziden behandelt. Ihre Bitterstoffe schützen sie. Hoffentlich scheint im Januar und Februar die Sonne, damit sich Zucker bildet. Dann können wir ernten. Im Altstadtviertel betreibt der im irischen Dublin geborene Philipp eine traditionelle Destillerie. Auch die Fürstenfamilie schätzt seine Liköre aus Orangen und den Hülsenfrüchten des Johannesbrotbaums. Man kann sie jetzt wie ein Bonbon essen, mit Schoko, Kaffee und Karamellgeschmack. Das sind die Bohnen unseres Johannesbrotbaums. Sie haben eine ganz besondere Eigenschaft. Sie wiegen alle gleich. Bereits Griechen und Römer benutzten sie zum Wiegen von Edelsteinen und Metall. Das arabische Wort Kirat für Johannesbrot ist zu Karat geworden. Ein einkarätiger Diamant wiegt 0,2 Gramm, wie eine dieser Bohnen. Alle wiegen immer gleich. Philipp hat die zerkleinerten Johannesbrotschoten in Alkohol einige Tage ziehen lassen. Durch die Mazeration werden die Geschmacksstoffe aus den zuckerhaltigen Hülsenfrüchten gelöst. Idealer Grundstoff für Likör. Im Keller des Hauses aus dem 16. Jahrhundert stehen die Tanks für Philipps Hauptprodukt, den Bitterorangenlikör. Zur Haupterntezeit kommen 10 bis 15 Tonnen Früchte von den Straßen und Parkbäumen Monacos hierher. Nur die Schalen bilden den Geschmacksstoff für den Likör. Der Saft wird zu Fruchtgeist destilliert. Der Duft der frisch geschälten Schale ist einfach überwältigend. Das riecht so fruchtig frisch und führt uns zu unserem nächsten Schritt, der Mazeration. Dabei extrahieren wir Öle und Aromen aus der Schale und verwandeln sie in Likör. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, wo Monaco anfängt und aufhört. Der exklusive Monaco Strandclub befindet sich bereits auf dem Gebiet der französischen Gemeinde Roquebrune-Saint-Martin. Den Badenden kann es egal sein. Auch Jessica Sparaglia überquert mehrfach die Staatsgrenze auf dem Weg zu ihren Gärten. Das Monte Carlo Bay Hotel liegt direkt an der Grenze auf einer Felszunge im Stadtteil Lavato. Das Hotel hat Jessica engagiert, um einen großen Gemüsegarten anzulegen. Hier verlangt eine illustre Gästeschar nach gesunden und vor allem schmackhaften Produkten. Bei ihrer Arbeit hat die Biogärtnerin einen begeisterten Verbündeten, den Chefkoch des Hotels. Er stammt von der Karibikinsel Martinique und erzählt gern, wie seine Großmutter Essen in Bananenblättern gegart hat. Sternekoch Marcel Ravin leitet insgesamt 4 Restaurants. In allen werden die Produkte des Gartens verarbeitet. Wir stehen hier eigentlich auf einer Terrasse.
Unter uns ist ein großer Empfangssaal. Die Leute können sich kaum vorstellen, dass ihr Essen im Grunde genau über ihnen wächst. Und wenn wir es ihnen hier oben zeigen, haben sie danach das Gefühl, dass ihr Essen viel besser schmeckt als das, was sie vorher gegessen haben. Auch heute entspricht die Qualität der Ernte Marcells hohen Ansprüchen. Ich muss probieren. Sie riecht, wie sie riechen muss. Das schmeckt wie ein Pfirsich. Das ist eine schöne Tomate, die am Boden gereift ist, die alle Nährstoffe hat und durch die Sonne voller Geschmack ist. Wenn du hier eine Tomate isst, fallen dir gleich Rezepte ein, die du mit der Tomate kombinieren kannst. Wenn du einfach nur dieses Blatt Basilikum nimmst und daran riechst und isst dann die Tomate, dann hast du den Geschmack des Basilikums gleich mit dabei. Für mich ist die Hand die Verlängerung der Sinne. Wenn man etwas berührt, kommen einem gleich unzählige Eindrücke. Was ist mit den Schokoladenpaprika? Ich liebe Schokoladenpaprika. Und diese hier? Es geht nicht um die Farbe. Ich will den Geschmack, der sich vollkommen von einer normalen Paprika unterscheidet. Nach der Fermentierung bekomme ich eine Soße, die eine Kakaonote hat. Deshalb heißt sie so. Ich werde den Gästen zeigen, was eine Schokoladenpaprika ist. Die gibt's nicht überall. Ich liebe sie. Unterhalb des Palastfelsens am Yachthafen von Fontvieille leben die Bienen der Grimaldis. Jérémy Aguirre-Borda ist ihr stolzer Imker. Die Imkerei liegt verborgen zwischen belebtem Einkaufszentrum und lauter Durchgangsstraße. Eine unbeachtete Idylle, von der aber das Wohl vieler Pflanzen abhängt, die auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen sind. Unter dem Dach des Stocks haben sich Ameisen als Untermieter eingenistet. Für die Bienen stellen sie keine Gefahr dar, aber für den Imker sind sie lästige Konkurrenten. Wenn Ameisen den Honig als schmackhafte Kohlenhydratquelle entdecken, muss gehandelt werden. Mit sanften Methoden, denn sie stehen unter Naturschutz. Jérémy kontrolliert ständig, ob sich Ameisennester in den Waben befinden. Bienen sind bestäubende Insekten. Sie können Blumen im Umkreis von 3 Kilometern bestäuben. Sie können ihre Aufgabe also im ganzen Fürstentum erfüllen. Wir haben 2 Honigernten, eine im Juni und die andere im September. Das hängt von der Blütezeit ab. Im Vorjahr haben wir 128 Kilo Honig geerntet. Die Bienenstöcke stehen in einer künstlichen Grünanlage, die vor 25 Jahren auf dem Dach des Briefmarken- und Münzmuseums angepflanzt wurde. Seit 2004 haben wir bei uns leider die asiatische Hornisse, die sich immer weiter vermehrt. Sie postiert sich vor dem Eingang des Bienenstocks, um die Bienen abzufangen und ihnen die Blütenpollen zu stehlen. Das versetzt die Bienen in großen Stress. Sie kommen nicht mehr aus dem Stock heraus, um ihren Honigvorrat aufzufüllen. Allein die Größe der Angreifer verbreitet Angst und Schrecken. In den heimischen Bienenstöcken macht sich Panik breit. Aber Jérémy liefert seine Bienen nicht wehrlos dem Feind aus. Sein Plan: selbstgebaute Kastenfallen. Das ist unsere Falle für die asiatische Hornisse. Hier kann sie hineinschlüpfen. Wenn sie einmal drin ist, kommt sie aber nicht mehr raus. Da haben wir den Bienenfeind, die asiatische Hornisse.
Jede tote Hornisse ist für den Bienenfreund ein Erfolg. Aber noch hat Jeremy das Böse nicht besiegt. Der Imker bleibt auf der Hut. Wir wissen, dass Bienen eine bessere Hitzeresistenz haben als Hornissen. Sie haben damit eine Angriffsstrategie gegen ihren Feind entwickelt. Wenn eine Hornisse vor eine Bienenkolonie kommt, stößt die Biene ein Hormon aus, um ihre Kolonie zu alarmieren, damit sie den Feind angreift. Dieser Massenangriff steigert die Wärme für die Hornisse ins Unerträgliche. Dummerweise hat die Hornisse die Methode durchschaut. Sie greift die Bienen nicht mehr an ihrem Stock an, sondern weiter entfernt, wo die Bienen nicht um Hilfe rufen können. Dort tötet sie sie. Im Ozeanographischen Museum machen sich die Betreuer Sorgen um die Gesundheit eines ihrer Schützlinge, einer Meeresschildkröte. Die betäubte Patientin wird mit dem Computertomographen durchleuchtet. Eine unerlässliche Untersuchung, da der massive Panzer den direkten Blick auf mögliche innere Verletzungen und Krankheiten verhindert. Olivier Brunel kann beruhigt sein. Auf dem Bildschirm ist kein Hinweis auf eine Verletzung des Tieres zu sehen. Nach dem Aufwachen aus der Betäubung geht es wieder zurück ins angestammte Freiluftbassin. Im Ausstellungssaal zeigt das Museum eine aufwendig gestaltete Videoprojektion des Lebens in exotischen Meeren. Installiert hat sie Robert Calcagno, der die Meeresbegeisterung seines Vorgängers Cousteau geerbt hat. Korallenriffe sind ein bemerkenswertes Ökosystem und extrem wichtig für den Planeten. Sie bedecken nur etwa 0,2% der Meeresfläche, sind aber die Heimat von gut einem Drittel aller Meeresbewohner. Wir waren das erste Meeresmuseum, das lebende Korallen in den Aquarien hatte. Und ich glaube, dass alle unsere Besucher von den Farben und dem Formenreichtum fasziniert sind. Unser Ziel ist es, eine Art poetischen Moment des Träumens hervorzurufen. Wir schützen, was wir lieben, hat Kommandant Cousteau gesagt. Deshalb möchten wir, dass unsere Besucher die Korallenriffe lieben. Die Unterwasserwelten lassen schaudern, aber hinter der Scheibe gefahrlos erleben. Die farbenprächtige Inszenierung liefert dem Betrachter überzeugende Argumente, sich für den Schutz der Meere einzusetzen. Olivier Brunel hat die Schildkröten wieder mit gesunder Nahrung versorgt. Jetzt wartet die Vermehrung der Korallen. Das ist unsere Forschungsabteilung. In diesem Tank lassen wir unsere Korallen wachsen, bevor wir sie oben im Aquarium präsentieren. Diese Kolonie ist zwar noch nicht sehr groß, aber wir können sie bereits gefahrlos in zwei Teile teilen und ihre Stecklinge in unterschiedliche Richtungen wachsen lassen. Auf diese Weise werden Korallen bei uns gezüchtet. Hier haben wir einen kleinen Korallenast, der in ein paar Monaten oder Jahren eine große Kolonie bilden wird, wie wir sie oben im Museum sehen können. Wir brechen die relativ harte Koralle durch und stabilisieren sie mit einem Stäbchen aus Polyester. Das tut ihr nicht weh. Das ist wirklich kein Problem für sie. Zum Schluss pflanzen wir sie einfach ein wie eine Blume im Garten. Überall im Aquarium gedeihen Oliviers Korallenkinder prächtig und bieten anderen Meeresbewohnern Unterschlupf.
Damit das Leben nicht nur im Museum gedeihen kann, sind Monacos Wissenschaftler in den Gewässern vor der eigenen Haustür unterwegs. Im Port Hercule bereiten sich Taucher der Naturschutzbehörde auf eine Kontrollmission vor. Engagierte Freiwillige unterstützen die Meeresbiologen bei ihrer Arbeit unter Wasser. Für Teamchefin Jacqueline Gauthier de Bernardy ist die Meeresforschung eine Familienangelegenheit. Ihr Vater gilt im Fürstentum als Vorkämpfer für den Naturschutz. Bauboom und Schiffsverkehr sind Dauerstress für die Umwelt. Dagegen anzusteuern, ist für das kleine Monaco lebensnotwendig. Davon sind alle auf dem Boot überzeugt. Sie müssen sich beeilen. Ein Unwetter zieht auf. Wir tauchen in diesem Gebiet zweimal pro Jahr, im Juni und im September, um den aktuellen Bestand der Fischkolonien zu überprüfen. Alexis wird parallel dazu die verschiedenen Arten zählen und die Größe der vorhandenen Fische messen. Mit seiner Spezialausrüstung soll Unterwasserkameramann Stéphane Jam den Bewuchs der künstlichen Riffe dokumentieren. Über Wasser ist das geschützte Unterwasserareal mit einer Boje markiert. Die Meeresbiologin Elisabeth Riera überwacht den Tauchgang des Teams vom Boot aus und hat die heranziehende Gewitterfront im Blick. Vor der Küste haben die Wissenschaftler Zementblöcke versenkt. Deren Form wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und mit dem 3D-Drucker modelliert. Obwohl nur einige hundert Meter von der großstädtischen Hektik entfernt, beginnt gleich unterhalb des Wasserspiegels eine ganz andere Welt. Alexis P. installiert eine Fotokamera, die an den künstlichen Riffen alle Fischbewegungen automatisch aufnimmt. Der Forscher macht sich mit einem speziellen Bleistift Notizen über die Art und Menge der Korallenstöcke, die sich auf dem Zementriff neu angesiedelt haben. Sogar ein großer Barsch nutzt das Versteck. Die zuerst versenkten Blöcke sind bereits von Korallen überwuchert. Grundstock für ein auf natürliche Weise wachsendes Riff, wie die Wissenschaftler hoffen. Projektleiterin Jacqueline sieht die jahrelange Vorbereitung von Erfolg gekrönt. Über Wasser wird es immer ungemütlicher. Es beginnt zu regnen. Doch mit der Überprüfung der künstlichen Riffe ist die Arbeit der Taucher noch nicht beendet. Die Küste fällt vor Monaco steil ab. Traditionell ein wichtiger Lebensraum für viele Fischarten. Ungeklärte Abwässer aus Haushalten und Schiffen. Chemikalien und Schwermetalle aus Industrieanlagen der Nachbarländer haben jahrzehntelang Schäden angerichtet. In regelmäßigen Abständen dokumentieren die Taucher den Zustand der Unterwasserfauna im Küstenbereich. Langsam erholen sich die Bestände wieder. Alles verläuft nach Plan. Pünktlich taucht das Team wieder auf. Auch die Schlechtwetterfront ist weitergezogen. Elisabeth Riera erhofft sich von den Tauchern die Bestätigung ihrer theoretischen Überlegungen. Wir wollen nicht die Unterwasserwelt neu erfinden, sondern dem ursprünglichen so nah wie möglich kommen. Eine wirkliche Restauration. Alexis hat das Ergebnis der Fischzählung. Wir haben für jede Fischart die Menge und Größe notiert, damit wir Vielfalt, Anzahl und Biomasse der Fische berechnen können. War der Zackenbarsch da?
Hat er das Riff gewechselt? Ja, ich glaube, er wandert von einem Riff zum anderen. Das muss der gleiche sein. Er hat dieselbe Größe und verhält sich auch ähnlich. Die scheuen Zackenbarsche sind an die Küste zurückgekehrt. Ein Hoffnungsschimmer für die Natur. Bisher war das zweitkleinste Land der Welt nur für schicke Yachten und teure Apartments bekannt. Jetzt soll Monaco grün und nachhaltig werden. Die Menschen suchen nach besserer Lebensqualität jenseits ihrer Haustür. Für sich und ihre tierischen Mitbewohner.